Salaman Aleikum und Aleikum Salam, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Wakayashi. Und heute machen wir nochmal einen kleinen Money Guide. Samina mina, waka waka Samina mina, sankaleva. It's time for Wakayashi. Heute geht es um Beschwörungsrollen. Und zwar um die täglichen und wöchentlichen Bossrollen, die man beim Schwarzgeist abholen kann. Sicherlich habt ihr mal schon bei dem einen oder anderen gesehen, dass er immer wieder so Schwarzgeist-Quests abholt. Ne? Einfach nur abholt, abgibt und dann so eine Rolle bekommt. Dann hat man irgendwann genug Rollen hier. Dann kann man die halt zusammenbasteln und hat eine verstärkte Rolle. Man kann auch direkte Rollen holen, die halt rot sind. Dann sind sie nicht so lohnenswert. Also erstmal mein Tipp, immer die Verstärkten holen, immer die Erweckten holen, ja. Wie kommt ihr an diese Rollen und welche sind besonders wichtig? Ich habe hier mal so eine kleine Übersicht erstellt. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und da seht ihr erstmal Biggs, Mannschaum, Raunaros, Saunil kann man täglich abholen. Und dann kann man noch hier unten sehen, dass wöchentlich Sturmformgeist, Urugon, Greifen, Puturum und Lebur ebenfalls noch abgeholt werden kann. Einmal die Woche. Die Voraussetzungsquest, die ihr dafür machen müsst, habe ich mal hier mit rein verlinkt. Wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, kommt in den Stream, kommt in meinen Discord. Alle Links, wie gesagt, unten in den Beschreibungen und fragt nach. Kuss, Kuss, Kuss. Gut, es geht hier besonders um die grün markierten Bossrollen, die ihr unbedingt abholen sollt. Natürlich ist auch so was wie eine Saunierrolle übertrieben worthy, aber Puturum und Lebur ist halt nicht so worthy. Ja? Aber es geht halt unbedingt um die grünen markierten Bossrollen in diesem Guide und ich erkläre euch auch kurz wieso. Und zwar seit Mittwoch, dem 14. Juli 2021, gab es ein Update, wo du 10 dieser verstärkten, erweckten Bossrollen kombinieren kannst zu einer Rolle und dann machst du eine Rolle und bekommst trotzdem den Loot von 9 dieser Rollen. Normalerweise dauern diese Bossrollen immer extrem lange und man braucht halt viel Gear und damit es halt schnell geht, man braucht immer eine Fünfergruppe und jeder sollte irgendwie seine Rollen mitnehmen und so, damit man halt Schwarzsteine und ab und zu mal auch einen Rare Drop bekommt. Aber jetzt natürlich hier spart man sich extrem viel Zeit und verliert dabei nur den Loot einer Rolle, aber man spart extrem viel Zeit. Ich habe hier mal ein bisschen Statistik drüber geworfen und habe hier bei der täglichen Rolle einen Wert von bei 5 Rollen 146 Millionen brutto bekommen. Wenn man das Ganze auf eine Stunde hochrechnen würde, was vielleicht nicht so viel Sinn macht, weil man nicht so viele Rollen zusammenkriegt in dieser Zeit, dann hat man hier Werte von, ne, 98 Millionen. Wenn du leechen würdest, also wenn ihr da Rollen habt und ihr braucht Damage und ihr wollt, dass ich dabei bin, bin ich euch natürlich dankbar, bin ich gleich dabei, dann wäre es halt, wenn du genug Rollen hättest, um eine Stunde voll zu leechen, für über 500 Millionen brutto, Digga, Bruder, was ist da los? Wenn ihr euch fragt, was dabei so viel Geld abwirft, das sind halt die Schwarzsteine, ne? Die Schwarzsteine und die Siegel, die man ebenfalls in Schwarzsteine umwandeln kann, die machen ungefähr 85 bis 86, 87% des Incomes aus. Das hier ist die Statistik für die Bossrolle 1, das hier ist die Statistik für Bossrolle 2. Diese lohnt sich nicht ganz so sehr wie die bei 1, das liegt aber daran, dass der Rare Drop wahrscheinlich ein bisschen höher ist. Aber egal, ich gehe mit euch einmal ganz kurz durch und dann wisst ihr, was zu tun ist. Also, wenn ihr also jeden Tag euch beim Schwarzgeist einloggt, beim BDO einloggt und danach kommt ihr in euer Spiel rein, ihr braucht halt diese Voraussetzung, die ich eben gezeigt habe, dann könnt ihr euren Schwarzgeist rufen, ihr geht auf den Tab Wiederholbare, wie ihr hier sehen könnt, und dann könnt ihr hier erstmal die wichtigsten Rollen abholen. Also ich würde halt mich auf immer die gleichen Rollen fokussieren, festsetzen, weil dadurch kannst du dann irgendwann die so weit hochstacken, dass du halt 10 Stück hast und 10 Stück sind dann wieder eine Rolle. Also, wichtig ist immer, die habe ich auch nochmal hier markiert. Nicht vergessen, die grün markierten sind wichtig. Biggs, Mannschaum, Runaros. Und hier sind es Stumpfbaum, Urugon, Greifen. Täglich, wöchentlich. Du nimmst also Biggs an, du nimmst also Mannschaum an, du nimmst also Runaros an, Nagbrischka und Ronin oder so heißen die hier, ne, nicht in die Irre führen lassen. Dann gibt es auch noch die wöchentlichen, wenn man die wöchentlich dann hat, ne, dann ist es Stumpfbaum, Urugon und Greifen. Wenn ihr die dann abholt, dann könnt ihr euch mal entscheiden zwischen roter Rolle oder grüner Rolle. Die rote Rolle ist eine Instant-Rolle, die kannst du halt direkt beschwören, ist schwächer, gibt weniger Loot und lohnt sich insgesamt nicht. Kann nicht kombiniert werden zu der 10-fach-Rolle. Die im Übrigen auch heißt verfinstertes Pergament oder verfinsterter Boss. Ne? Dazu kommen wir aber gleich. Wenn ihr die abgeholt habt, dann braucht ihr bei den täglichen Rollen, das sind die hier, immer 5 Stück von den Erweckten. Wenn ihr diese erweckte Rolle abgeholt habt, müsst ihr sie dann in eine Minusform bringen. Ihr müsst sie in eine Minusform bringen. Das heißt also, ihr packt dann hier 5-mal Biggs, also angenommen, das wären 5-mal Biggs erweckte Rollen, die sind grün halt, dann könnt ihr hier auf Plus drücken und habt dann hier eine erweckte Rolle. Wenn ihr dann das Ganze immer wieder weitermacht und 5
alle 5 Tage eine erweckte Rolle dann zusammengecraftet habt, habt ihr nach 50 Tagen, 5 mal 10 Tage, 50 Tagen habt ihr dann einmal diese 10er-Stack, den 10er-Stack an erweckten Rollen. Dann habt ihr hier, wie ihr bei mir sehen könnt, 47 irgendwann auch, wenn ihr das ganz lange macht. Dann könnt ihr halt das Ding craften zu dieser neuen Rolle. Das gleiche gilt auch bei den Bossen. Bei den Bossen, wie bei zum Beispiel Greifen oder bei Urugons oder bei Dimtree, braucht ihr nicht 5 von diesen erweckten Rollen, sondern lediglich nur 3. Das heißt also, nach 3 Wochen, weil ihr diese nur einmal in der Woche abholen könnt, habt ihr eine erweckte Rolle, also 3 mal 10 sind 30. Lohnt sich auf jeden Fall, lohnt sich viel mehr, als wenn ihr sie einzeln macht, die erweckten Rollen. Ihr bekommt halt, wie gesagt, bei einer dieser kombinierten Rolle den 9-fachen Loot und bekommt dadurch aber extrem viel Zeit erspart. Ne? 1er Rolle hat hier bei uns 2 Minuten pro Rolle gedauert und die 2er Rolle, die Boss-Rolle, also die wöchentliche Rolle, hat hier 3 Minuten pro Rolle gedauert, ist ja, relativ gebufft und mit AP-Werten, die ihr hier sehen könnt. Also da könnt ihr mal sehen, der Hux hat zum Beispiel diese AP, Awakening AP, DP-Werte, Sonic diese Werte, Musti diese, Robster diese und das sind meine Werte. Also ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, es sei denn, ihr seid halt ähnlich gegiert. Habt ihr jetzt nun einen 10er-Stack, egal ob das die wöchentlichen sind oder die nicht wöchentlichen, die täglichen, dann müssen diese im Inventar liegen, ja? Da müssen mindestens 10 Stück im Inventar liegen. Anschließend geht ihr auf den Schwarzgeist, geht auf Quest, geht auf wiederholbare Quest und wenn ihr dann diese nötigen Items im Inventar habt, könnt ihr diese Quest hier sehen. Das ist eine Weekly-Quest, die könnt ihr nur einmal machen pro Woche und müsst dann halt warten, wenn ihr sie nochmal machen wollt, für die nächsten Rollen. Nach 50 Tagen habt ihr natürlich dreimal so fertiger Boss-Rollen und nach 30 Wochen habt ihr dreimal dieser wöchentlichen Bossrollen, die ihr dann so kombinieren könnt. Die Quest dann annehmen, die kannst du instant abgeben und dann kannst du über L, einfache Alchemie, diese Rolle, bei den täglichen ist es halt diese verfinstertes Pergament 1 und bei den wöchentlichen ist es dann 2, machst du halt L, einfache Alchemie, packst deine Bossrollen rein, bei täglichen Bossen ist es dann Pergament 1, bei wöchentlichen Bossen ist es Pergament 2, dann craftest du das und hast dann am Ende diese Rolle. Die 1er. Bei den wöchentlichen dementsprechend bei den 2er. Ne? So, diese Rollen kannst du dann einfach ganz normal beschwören in der Gruppe mit bis zu 5 Leuten. Und der Ort, da kannst du dir selber aussuchen, wo du hin willst. Da werden viele Orte angezeigt. Wir haben es jetzt zum Beispiel in Heidel gemacht. Ihr könnt es aber fast in jeder anderen Stadt auch machen. Also sehr, sehr bequem. Dauert deutlich weniger. Gibt fast genauso viel Loot. Und ja, das war's auch schon. Also hier nochmal vielleicht über diese Statistik rübergehen. Wir haben hier bei den Schwarzsteinen halt relativ viel Masse. 86% geschätzt sind halt Income durch Schwarzsteine. Wir haben halt sowas wie Silber. Wir haben Magiekristalle, so billige Magiekristalle. Die sind immer nicht mal 1 Million wert. Dann haben wir hier hinten noch so ein paar Edelsteine, die auch nicht viel wert sind und auch nicht viele davon droppen. Und wir haben halt sowas manchmal wie, keine Ahnung, Libertos, Windfragmente, Goldbarren in 1G und der Rare Drop. Ne? Bei jeder Rolle können halt Rare Drops auch rauskommen. Nicht nur durch die Monster, die du da tötest, sondern auch durch am Ende der Quest. Wenn du der Beschwörer bist, bekommst du nämlich am Ende einen Questabschluss. Wenn du die abgeschlossen hast, kriegst du dann so eine rote Kugel. Die rote Kugel kannst du wieder öffnen. Die habe ich hier mit Red Orb markiert und daraus hast du nochmal eine höhere Chance, dass da was Geiles rauskommt. Der Sonic zum Beispiel hat hier als einziger Überbleibsel plus Greifenhelm gedroppt. Ist schon ziemlich heftig, weil das halt zusammen schon 366 Millionen wert ist. Der Musti zum Beispiel hat Hexenorden gedroppt, das ist halt auch possible. Wenn ihr die Bossrolle dann beschwört, egal ob es 1er oder 2er ist, dann habt ihr immer 3 Monster, 3 Bosse. Der erste ist mal random, da habt ihr immer einen Pool aus 3 verschiedenen Bossen. Also in der ersten Phase gibt es einen von diesen 3. In der zweiten Phase ist es immer bei den 1er-Rollen immer der Mannschaum, in der dritten Phase dann Ronaros. In der 2er-Rolle ist es genauso, der erste Boss ist immer random, dann der zweite Boss ist Greifen. Und der dritte Boss in der dritten Phase ist dann Urugon. Ich habe mal der Fairness halber hier am Ende die Summen nur so eingetragen, als hätten wir keine Rare Drops gehabt. Also ich habe halt komplett diesen Greifenhelm und den Hexenording und den Überbleibsel komplett außer Acht gelassen. Das heißt also, das ist der Standard-Loot. Das ist der Mindest-Loot, den man hier unten haben kann. Bei der 1er-Rolle klickt ihr auf die erste Seite, bei der 2er-Rolle klickt ihr auf die zweite Seite. Dann könnt ihr mal selber ein bisschen reinlesen. Aber eigentlich sind die Werte selbst aktualisierend. Also egal zu welchem Zeitpunkt ihr guckt, sollten die Preise halt so stimmen. Lohnt sich extrem, deswegen unbedingt mal machen und nicht da liegen lassen. Wichtig ist natürlich, dass ihr das nicht so unendlich oft machen könnt. Aber wenn ihr diese Rollen habt, dann macht es auf jeden Fall. Das war's wieder von mir. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr dafür irgendwelche Fragen habt oder so, kommt in den Stream, kommt im Discord. Ne? Die Links, wie gesagt, alle unten in der Beschreibung. Ansonsten lasst ein Like, ein Abo da, ist alles kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kuss, Kuss, Kuss.